Er ist gerade mal 19 Jahre und bereits einer der besten Hacker Österreichs, Adrian Kaiser. Derzeit besucht er die HTL Griskirchen. Erst vor kurzem erreicht er mit dem Nationalteam für Internetsicherheit den 3. Platz bei der Cyber Security Challenge in Bukarest. Das ist ein europaweiter Hacking-Wettbewerb, wo eben 20 europäische Länder jetzt in diesem Fall jeweils Teams aus 10 Leuten gestellt haben. Und das Ziel dabei ist einfach, dass man Challenges im Hacking-Bereich löst und dadurch Punkte generiert. Hacking, die größte Leidenschaft des Innviertlers. Und das hat er sich alles selbst gelernt. Es ist auf jeden Fall in letzter Zeit immer mehr noch zum Hobby geworden. Aber in der Schule haben wir jetzt in Netzwerktechnik auch mit dem angefangen. Also es trifft sich ganz gut zusammen. Aber nicht nur Internetsicherheit wird hier unterrichtet, auch Medizininformatik, ein Schwerpunkt, den es an Österreichs Schulen nur zweimal gibt. Die Fachrichtung betreut im Grunde genommen die Techniker und bildet Techniker aus, die dann von der Erfassung des Signals am Körper bis zur Digitalisierung und elektronischen Weiterverarbeitung das ganze Spektrum abbildet. Der Zuspruch von den Schülern ist groß. Wir sind im Wachsen begriffen. Das heißt, unsere Schule ist sehr beliebt. Die Digitalisierung hält überall Einzug und daher sind wir natürlich mit unseren Fachrichtungen genau im richtigen Weg. Momentan besuchen rund 465 Schüler die HTL Griskirchen. Neben Datenbankprogrammierung, Informatik und Netzwerksicherheit zeigt sich bei unserer LT1-Kultur. Diese Schüler sind auch musikalisch. Die Skultur ermöglicht es engagierten Schülerinnen und Schülern und auch natürlich engagierten Lehrerinnen und Lehrern, einmal vor den Vorhang zu treten mit super Fähigkeiten, super Talenten abseits vom Schulalltag und das mit viel Spaß und viel Freude. Und das unterstützen wir natürlich sehr gern. Und seit 2 Wochen gibt es auch ein neues Projekt, eine Wahlkampfidee des neuen Schulsprechers. Wir haben das Projekt Umweltschutz. Wir wollen alle Automaten, die was jetzt auf Plastik, wo Plastikflaschen beinhaltet sind, jetzt auf Glasflaschen umstellen. Das ist uns sehr wichtig, dass auch in der Schule Umweltschutz ein großes Thema ist. Eine Initiative, die wohl in vielen Schulen viel Zuspruch bekommen würde.